schweres Gedicht. Ach, neulich sagte mir wer, dieses Gedicht sei für Kinder zu schwer, es habe so einen schweren Ton. Also, Kinder, nehmt es mal in die Hand. Was meint ihr? Was wiegt es? Und ist es für euch interessant? Na gut, okay, ein bisschen schwer ist es schon. Leichtes Gedicht. Dieses Gedicht ist leicht, so leicht, dass man glaubt, es zerbricht, doch es lebt, es blüht und es summt, es flattert, es schwebt, bis es fast an die Wolken reicht. Ach, neulich sagte mir wer, dieses Gedicht sei für Kinder zu schwer. Das bekannteste Beispiel für ein Gedicht, das sich selbst zum Gegenstand macht, Lessings Die Sinngedichte an den Leser. Hier haben wir seinen Verwandten, der sich an Kinder richtet. Allerdings sind wir momentan noch in der Verwirrung, ob mit dieses das vorliegende Gedicht gemeint ist oder ob von einem anderen Fall erzählt wird. Es habe so einen schweren Ton. Also Kinder, nehmt es mal in die Hand. Was meint ihr? Was wiegt es? Das schwer ist doch ganz anders gemeint, lachen die Kinder. Die Erwachseneren unter ihnen runzeln die Stirn. Welches denn? Das vorliegende? Das konnte der Beschwerdeführer doch nicht gemeint haben, weil es doch gerade erst von der Beschwerde erzählt. Und? Ist es für euch interessant? Na gut, okay, ein bisschen schwer ist es schon. Genau. Und von dieser Schwere, dem Widerstand, lebt ein Kunstwerk. Und daran reibt sich die Kulturpädagogik, also die Konzertpädagogik, die Museumspädagogik, die Theaterpädagogik auf, wenn sie fröhlich grinsend auf die Kinder zugeht und flötet. Lasst euch doch drauf ein, es ist ganz leicht und macht so viel Spaß. Mit anderen Worten, wenn sie die Schwere, den Widerstand ignorieren will. Entsprechend Frust auf beiden Seiten, wenn er sich nicht ignorieren lässt. Nein, ein bisschen schwer ist es doch. Und man darf sich wie im Gespräch mit besonders geistreichen Menschen fühlen, wenn man sich dieser Schwere stellt. Dann soll man sich auch mit etwas Leichtem belohnen dürfen. Dieses leichte Gedicht, das lebt und blüht und summt und flattert und schwebt, ist das etwa von Mörike? Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.